Hallo, ich bin die Valentina Schowa und arbeite beim CETIM in der Projektleitung. Mein Tag beginnt meistens mit einem Kaffee, dann schaue ich einmal in meine E-Mails und einfach, was der Tag so bringt, was von den To-Dos sein und was heute dringend erledigt sein muss und werden muss. Und ansonsten bin ich auf dem Weg auf die Baustelle. Mir gefällt vor allem, eben, da sind wir eh schon bei dem Punkt, auf der Baustelle zu sein und manchmal im Büro zu sein. Dass ich mir generell alles selber einteilen kann, ist voll fein. Und was wahrscheinlich das Beste daran ist, dass man richtig merkt oder mitkriegt, wie ein Projekt von Grund auf realisiert wird. Man ist dabei bei den Subunternehmern, man fragt sie an, man verhandelt mit seinen Angeboten, man erstellt dann einen Terminplan und dann eben die Ausführung. Da ist auch voll gut zu sehen, was man als Team eigentlich alles so in kürzester Zeit schaffen kann. Ich bin HTL gegangen in Villach für Bautechnik und habe mich dann die letzten 2 Jahre für Tiefbau entschieden. Und im Matura-Jahr habe ich dann eigentlich vom C-Team durch Empfehlungen gehört und bin dann eben hergekommen und habe dann erst die Welt des Freileitungsbaus so ein bisschen für mich erkannt. Und die Branche gefällt mir echt voll gut. Ich würde sagen, dass jedes Projekt für sich eine Herausforderung ist. Am Anfang vor allem, weil man sich immer wieder auf neue Kunden einstellen muss. Jeder schaut ein bisschen auf andere Dinge und dann dauert es immer ein bisschen, bis alles läuft, bis man einen Terminplan verinnerlicht hat und so weiter. Und außerdem ist es natürlich auch eine Sache, die was eine große Herausforderung darstellt, dass ich in einer männerdominierten Branche arbeite. Bei besserer Schneelage tue ich gerne Skifahren, sonst einfach auch entspannen gerne mal, Wellnessen, spazieren gehen und aufgrund von meinem Architekturinteresse tue ich gerne reisen und neue Städte entdecken. Also ich darf mir in 5 Jahren auf jeden Fall immer noch beim C-Team sehen, weil einfach alle Kollegen und Kolleginnen immer freundlich und nett sein. Es herrscht ein super Teamgeist. Und ich darf mir für mich wünschen, wenn ich dann immer komplexere und größere Projekte leiten darf. Lebensmotto nicht wirklich. Ich bin einfach der Meinung, dass man selbstbewusst sein soll und an sich glauben soll und dann kann man alle seine Ziele erreichen.